Nur die, die sich gemeldet haben. Warst du dabei? Ich, guck mal, ich habe das nicht im Überblick. Ich habe auch dein Gesicht noch nie gesehen. Kein Problem, bitteschön. Ich frage nur, weil manchmal fällt einem noch etwas ein, weißt du. Ist man verpflichtet, seinen Namen zu ändern, wenn der Name einem profan ähnelt? Wenn der Name problematisch ist, muss man ihn ändern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einige Namen geändert. Zum Beispiel Abdul Kaaba, der Diener der Kaaba, ist verboten. Das heißt, wenn der Name eine Schirk-Bedeutung hat, und etwas Ähnlichem, dann muss man ihn ändern. Okay? Zum Beispiel auch einer nimmt jetzt den Islam an, sein Name ist Christian. Schon ein deutlicher Name. Dann ändert er ihn. Aber nicht jeder, der einen nicht-muslimischen Namen hat, muss ihn ändern. Okay? Zum Beispiel, es gibt nicht-muslimische Namen, die haben überhaupt keine Bedeutung. Zum Beispiel? Klaus. Klaus. Na, es gibt Leute, die heißen Schluckebier. Ja? Und Wallah al-Azim, die heißen so. Es gibt Namen, die natürlich dann geändert werden sollten. Na, so, wer war noch der letzte? Haben wir alle durch?